Yo Leute, Dero ist am Start. Herzlich willkommen hier zu Need for Speed Rivals. Ich habe es jetzt nochmal versucht, ja, den FPS-Log rausgenommen. Mal sehen, wie flüssig jetzt das Spiel laufen wird. Normalerweise dürfte es keine Probleme geben. Jetzt sieht es auch schon besser aus, aus irgendeinem Grund, wie beim letzten Mal. So, ja, wir müssen Racer treffen in verschiedenen, mit Verfolgungstechnologie. Ja, Racer treffen mit Verfolgungstechnologie. Da würde ich sagen, suchen wir uns direkt mal ein Rennen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich hier bin. Schauen wir mal eben auf die Karte, wo ich hier bin. Wir sind gerade keine Ahnung wo. Auf jeden Fall kommt da hinter mir irgendwo einer. Ja, da fliegt er auch durch die Luft. Der wird sogar gerade von der Polizei verfolgt. So, jawohl, Verfolgung startet. Jetzt werden wir hier wegen dem Kollegen auch noch gejagt. So, eigentlich müssten wir jetzt raus hier irgendwie. Jetzt werden wir auch noch verfolgt. Der Kollege fährt uns gleich mal hinterher. Hallo, herzlich willkommen im Video, Miss Daxulan. Ja, wegen dir werden wir jetzt von den Cops verfolgt. Mal so ganz nebenbei. Ja, ich dachte mir, wir geben dem ganzen Spielchen hier nochmal eine Chance. So für Nebenbei-Projekt, bis Forza Horizon kommt und so weiter und so fort, nehmen wir jetzt nochmal ein bisschen Need for Speed Rivals auf. Im Grunde ist das ja auch scheißegal, weil es gibt hier keine Story oder sonstiges. Ja, da kann man im Grunde jederzeit mit aufhören, jederzeit mit weitermachen. Spielt eigentlich so gesehen ja keine Rolle, ob man das Spiel mal unterbricht oder auch nicht. So, und jetzt müssen wir erstmal der Polizei hier gerade entkommen. Und das machen wir auch. Jawohl, die Welt, die baut sich hier überhaupt nicht auf. Ja, also Serverprobleme haben wir hier auch noch zusätzlich. Also wenn das Spiel keine Bugs hat, dann weiß ich auch nicht. Ich habe das beim letzten Mal schon gemerkt, dass es da arge Serverprobleme gibt. Dass es nicht immer hundertprozentig geladen hat. Aber das darf eigentlich bei so einem Spiel, ja, schaut euch das mal an, die Welt lädt nicht nach, darf eigentlich nicht passieren. So, was haben wir denn hier für ein Event gerade, sehe ich. Müssen wir aber schon Hot Pursuit. Nee, da möchte ich eigentlich nicht. In der Hot Pursuit ist eigentlich jetzt nicht so interessant. Wir fahren ein Rennen Eastwood. Sind nur 3,1 Kilometer. Dann nehmen wir das doch. Dann drehen wir doch gerade mal um. Da ist gerade ein Cop an mir vorbei. Jawohl, Verfolgung startet. Das war mir schon wieder klar. Das ist auch so eine Sache. Im Grunde wird man fast immer verfolgt. Da kann man machen, was man möchte. Du kommst aus dieser verdammten Verfolgung meistens überhaupt nicht raus. Das ist ganz, ganz schwer, nur aus der Verfolgungssache rauszukommen. Jetzt haben wir es mal ganz gut gelöst. Ja, weil wir hier über diese halbfertige Brücke gefahren sind, die da irgendwie, ja, an der Seite auf war. Warum auch immer, wahrscheinlich beschädigt oder so. Und dann legen wir mal so einen waghalsigen Sprung hin. So, jetzt, wie gesagt, auf dem Weg zu diesem Rennen. Ich würde sagen, wir fahren das mal und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Hier ist erstmal noch ein anderer Fahrer, das ist jetzt aber ein KI. Das sieht man daran, weil da kein Name oben drauf ist oder so. Oh mein Gott, jetzt habe ich überhaupt nicht nach vorne geguckt. Das ist natürlich ganz schlau, mit 116 km/h in ein anderes Fahrzeug reinzubrettern. Das überlebt selbst mein schöner BMW M3 nicht. So, jetzt flattern hier so ein paar Teile. Schadensmodell auch nur begrenzt. Super, ne? Aber ist ja auch klar bei solchen Spielen. Ist aber auch klar, ist ja auch nur ein Need for Speed. Scheiße, Mann. Was mache ich denn hier? Ich zerlege mein Auto. So, das zieht natürlich immer wieder was von der Reparatur, ja, beziehungsweise vom Gesamtschaden des Fahrzeugs ab. Wenn man halt so einen Unfall hat, da kann man hier dann einfach zack, pass auf, zack, durch diese Werkstatt durch und ja, dann ist das Auto wieder repariert. So, jetzt schauen wir mal. Wir fahren jetzt hier dieses Rennen. So, jetzt, wie war das noch? Man muss irgendwie LB akzeptieren. Okay, ich dachte, man muss beide einmal drücken und die Reifen durchdrehen lassen. Wir starten das Rennen. Für gewöhnlich startet man von ganz hinten, warum auch immer, weil alle einen überholen. Ja, mal sehen, ob wir das jetzt schaffen. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, wo jetzt was war. Auf Y war der EMP. So, da visieren wir jetzt erstmal hier einen von den beiden an. Mal sehen, ob wir irgendwann einen jetzt anvisieren können. Nein, aus dieser Entfernung natürlich nicht. Ansonsten haben wir auf B die Mine. Ja, die können wir auch ganz, ganz easy einsetzen hier gegen unsere Kollegen. Jawohl, jetzt haben wir eine Schockwelle kassiert. Von dem Fahrer vor uns. Wer auch immer das ist. Irgendein KI. Ich weiß es nicht. Es ist aber ein KI. So, schauen wir mal, dass wir das Rennen irgendwie noch packen. Auf jeden Fall müssen wir demnächst mal unser Auto verbessern. Das können wir machen, wenn wir diese Race-Punkte oder wie auch immer diese Teile heißen, kassieren. Die verdienen wir zum Beispiel durch Verfolgungsjagden, durch Zerstören der Cops.
durch Zerstören der KI, hier also der Gegner, und natürlich durch Gewinn von Rennen, wenn ich mich nicht irre. Da bin ich mir aber nicht sicher. So, jetzt erfassen wir den Kollegen hier. Komm, 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 und jetzt, bam, Treffer. So, jetzt haben wir schon mal einen Racer außer Gefecht gesetzt da. Jetzt haben wir noch 3 Minen. Die Frage ist nur, wie können wir die einsetzen? Mal schauen, ob wir diese Aufgabe schon in diesem Rennen gelöst bekommen. Momentan führen wir, glaube ich, das Rennen hier sogar an. Ja, wir sind auf der 1. So, unser BMW, der macht hier einen ganz guten Job. Wir werden aber auch momentan nicht von der Polizei verfolgt und sind hier ein bisschen zu schnell durch die Kurve gegangen. Macht aber nichts. Wir erfassen den Kollegen mit EMP. Komm schon, die Range, die müsste reichen. Jawohl, Treffer. So, zack. Wunderbar gemacht. Doof ist immer nur, wenn man nach hinten schauen möchte, das geht nicht so einfach. Man kann nicht mit RB oder LB, man muss es mit dem rechten Stick machen. Und das macht man für gewöhnlich ja mit dem rechten Daumen, den rechten Stick nach hinten. Gleichzeitig muss man dann noch mit dem rechten Daumen am besten die B-Taste betätigen. Ist schon eine ganz interessante Sache. Ja, steuerungstechnisch dann nicht ganz überdacht, würde ich sagen. So, vielleicht haben wir... Nein, jetzt zerlegen wir uns erstmal. Jawohl. Ja, ein EMP haben wir leider auch nicht mehr. Das heißt, wir können die Kollegen jetzt nur... Oh, was ist denn jetzt schon wieder hier für ein Mega-Bug? Alter, das Spiel ist ja von Bugs besessen. Schaut euch diese bugverseuchte Scheiße doch mal an. Leute, das geht so nicht. So, schauen wir mal, ob wir jetzt einen Racer irgendwie hier mit einer Mine erwischen. Oh mein Gott. Das ist doch nicht normal, ey. Das hatte ich jetzt schon, als wir das erste Mal nach langer Zeit wieder aufgenommen haben. So, ich lasse meine Mine fallen. Jawohl. Hab gleich alle 3 erwischt. Das heißt, ich habe jetzt sogar die Verfolgungstag-Challenge geschafft. So, jetzt haben wir hier Fahndungsstufe 5. Ich würde sagen, wir suchen uns mal... Nein, Quatsch. Wir können das ja auch über den All-Drive machen. So, wo haben wir das denn? Ja, jetzt lädt das Menü wieder. So, Easy Drive meine ich. So, Spieler, nein, GPS, nächstes Versteck in 1,7 Sekunden, ja, Sekunden, in 1,7 Kilometern, das ist okay. Und das werden wir auch noch, denke ich mal, easy erreichen. Hoffentlich kommt uns jetzt kein Cop entgegen oder so, weil wir haben gerade Fahndungsstufe 6 und haben schon wieder 58.000 Punkte in dieser Session. Und wenn wir jetzt reingehen ins Versteck, werden uns erstmal die Punkte gut geschrieben, das habe ich schon mal so langsam verstanden. Und dann können wir Upgrades kaufen für das Auto. Zum Beispiel, dass es schneller fährt oder robuster wird gegenüber Attacken der Polizisten oder noch ein paar Verteidigungszeugs. So, jetzt müssen wir mal schauen. So, 58.000 SP gutschreiben. Ja, nehmen wir auf jeden Fall mal an. Ich weiß nicht, was SP bedeutet. Kann ich euch jetzt ehrlich gesagt auch nicht so genau sagen, was die Abkürzung uns da sagen möchte. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, ob wir vielleicht nochmal wenigstens eine Sache annehmen können und ein bisschen am Auto rumbasteln können. So, 5 Minuten sind wir jetzt schon hier unterwegs gewesen, haben erstmal diese Aufgabe gelöst, bekommen dafür 58.000 Punkte. Rechts sieht man immer so eine kleine Übersicht, neue Lackierung, bla bla. Und wir haben freigeschaltet ein neues Auto. Das ist doch schon mal nice. Immer sehr, sehr geil inszeniert auf jeden Fall. Das muss ich sagen, gefällt mir immer sehr, sehr gut. Nice. So. Dann schauen wir mal. Wir können jetzt Rennen fahren. Silber bei einem Event. Slamme drei Racer von der Seite. Gewinne ein Kopf-an-Kopf-Event. Das werde ich wohl weniger schaffen. Silber bei Hot Pursuit. Erreiche Fahrstufe 3. Und slamme 3 Cops von der Seite. Was haben wir noch? Fahre schneller als 266 km/h für 5 Sekunden. Erziele 6 beinahe Unfälle. Fahre 1372 km/h. Meter, also 1,3 Kilometer im Gegenverkehr. Dann würde ich sagen, machen wir eher das mit der Hot Pursuit. Silber bei der Hot Pursuit, erreiche Fahrstufe 3 und slamme 3 Cops von der Seite. Schauen wir mal, ob wir jetzt an unserem Wagen noch was machen können. Leistungsupgrades. Wir können ja mal schauen. Robust, dann haben wir 3 von 5. Stärke 2 von 5. Kontrolle 2 von 5. Beschleunigung 2 von 5. Höchstgeschwindigkeit haben wir kein Upgrade. Doch, da steht... Achso, da haben wir noch keins. Da akzeptieren wir auf jeden Fall. Investieren nochmal 25.000, haben noch 32.000 Credits, könnten theoretisch jetzt nochmal die Kontrolle verbessern, ist auch dringend notwendig. So, dann haben wir das Ganze schon mal ein bisschen hochgepusht. Da würde ich sagen, können wir den Wagen jetzt noch ein bisschen personalisieren. Wir lackieren mal die Felgen. Achso, da kann man gar nicht viel machen, ne? Ja, gut, dann passen die schwarzen ja eigentlich am besten. Ah, ne, gut, die können ja auch bleiben, ne? Streifen, schauen wir mal. Keine, Streifen 1, Streifen 2... Na, ist nicht so das, was ich suche, ne? Es passt nicht so zu diesem Wagen. Nee.
Naja, zu dem Wagen passt das vielleicht gar nicht mal so. Wobei, das geht ja eigentlich noch. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Wobei, das schon wieder fast zu klein ist. Drei Streifen finde ich wieder überladen. Zwei sind vielleicht noch ganz in Ordnung. Die müssen dann aber in... ach, die müssen wir auch bezahlen. Okay, dann machen wir das. In schwarz sein. Jawohl. Decals kann man sich auch noch aus. Und wusste ich gar nicht. Ach so, die werden dann einfach ersetzt. Na dann. Ja, also personalisieren kann man sein Fahrzeug anscheinend auch nicht mehr so wirklich. Ja, finde ich ein bisschen schade. Folien und Lackierung. Och du Hölle. Ja, das ist schon wieder cooler, sowas. Passt auch teilweise sehr, sehr gut. Gibt es nur leider sehr wenig Auswahl. Könnte man vielleicht ein bisschen besser machen oder einfach so, dass man sein Auto einfach selber personalisieren kann. Fände ich am besten. Aber gut, Nummernschild haben wir ja schon. Haben wir Redview und Dero haben wir draufgeschrieben. Das passt ja ganz gut eigentlich. Verfolgungstechnologie. Ach ja, da können wir uns ja jetzt leider nichts mehr leisten erstmal. Und ich würde sagen, wir können erstmal zur Cop-Karriere nochmal wechseln.